einfrieren, aber es wird meistens gebraucht, weil eine Variante ist essbar. Das andere musst du lutschen und wenn du diesen heißen Abend selbst. Ich weiß nicht, wie ich da umgehen soll als Vater, weil ich weiß, im Grunde ist es meine Schuld. Weil ich mich nicht genug gekümmert habe. Wir hatten jetzt einen Stromausfall, das hatten wir schon lange nicht mehr. Ihr kennt das noch, was macht man nach einem Stromausfall? Kerzen, Taschenlampe. Ich war gerade in der Küche. Hilde und so Saskia waren unterwegs, Bolle war im ersten Stock in seinem Zimmer, draußen war schon dunkel, auf einmal Stromausfall. Ich also völlig routiniert, so an die Schublade, ne, umgekramt, Taschenlampe. Was? Willkommen im Leben. Und wollte schon den Keller und die Sicherung wieder reinmachen. Und denke ich, jetzt wartest du mal ab. Bin dann leise unten in den Flur. Denke ich, jetzt guckst du mal, was passiert. Hör dann oben so. Tür geht auf. Hör, Papa! Na ja? Licht geht nicht. Sag, welches? Ja, hier meins. Aha. Sag ich noch was? Warte. Handy lädt nicht. Okay, noch was? Warte. Herr Blaze ist aus. Ich sag, okay. Licht geht nicht, dein Handy lädt nicht, PlayStation ist auch aus. Siehst du da einen kausalen Zusammenhang? Riesenpause. Du kannst dir nicht am Denken zuhören. Das ist quasi ein Synapsen, sich gegenseitig zurufen. Kausal. Ich denke, nee, komm, ich löse aus, bevor der da oben durchdreht. Ich sag, Bolle! Vermutlich ist der FI raus, die Sicherung. Wir haben Stromausfall. Okay.